Sehr verehrte Damen und Herren, ein Philosophieprofessor hat damit seinen jungen Studenten gesagt, werdet möglichst schnell alt, ihr jungen Leute, das Alter ist die beste Zeit im Leben. Es hat einen Wahrheitskern und widerspricht vielleicht dem Thema Leiden am Alter. Herr Höpflinger hat vorhin darauf aufmerksam gemacht, dass sehr viele ältere Menschen bis 80 und über 80 eigentlich ein gutes und ein schmerzfreies Leben haben. Aber ab 85, gegen 90, 95 kann dann das kippen. In so einem Mass an Einschränkung, Augenlicht, Ohren, Gehfähigkeit, das Leben nur noch eine Mühseligkeit wird. Was auffällt ist, bitte? Was auffällt, ist, dass das Sterben vieler hochaltriger Menschen nicht als tragisches Ereignis empfunden wird. Es gibt häufig bis zu einer gewissen Heiterkeit, wenn alte Menschen, die sehr gelitten haben an ihren Einschränkungen, die Stunden und Tage zählen, bis sie Abschied nehmen dürfen, bis hin zu manchmal ganz heiteren Szenen. Die älteste Frau, die ich begleitet habe in den Tod, war 99 Jahre alt. Sie kam aus, wie man sagt, besseren Verhältnissen, ist eingewandert aus dem Ausland und litt in diesem Alter an praktisch allem, woran man überhaupt leiden kann. Wir haben ihr geholfen mit einer Infusion, weil sie Schwierigkeiten hatte zum Schlucken. Sie lag bereits auf dem Bett, die Infusion gesetzt. Einige Leute standen um das Bett, nahmen Abschied, den letzten Kuss. Plötzlich hob diese Frau leicht den Kopf aus dem Kissen und hat mir gesagt, Herr Pfarrer, bevor ich jetzt sterbe, habe ich Ihnen etwas ganz Wichtiges zu sagen. Ich bin zwar nicht überzeugt, ob Sie als Mann das überhaupt begreifen, aber ich muss es Ihnen sagen. Das Allerschwierigste und Schwerste, wenn eine Frau älter und alt wird, das, was mir am meisten zu schaffen gemacht hat, kein Mann hat mehr hingeguckt. Ja. Dann ist sie zurückgesunken mit dem Kopf und hat aus ganzem Herzen gelacht. Und die Umstehenden dazu. Und dann hat sie mit dem Daumen ganz langsam zum Infusionshahn gegriffen und begann das Rädchen zu schieben und hat noch einmal verschmitzt gelacht. Wissen Sie, das musste ich Ihnen jetzt noch sagen. Das musste ich noch loswerden. Kein Mann guckt mehr hin. Ja. Die moderne Gesellschaft habe ein 11. Gebot erfunden. Und das heißt, du darfst niemals alt aussehen. Und wenn ich daran denke, wie schon 40-jährige hübsche Frauen Angst haben,
sie würden ihre Attraktivität verlieren, dann spürt man etwas von diesem Druck. Und wie viel wird von den Alten gesprochen, sie seien jugendlich geblieben. Ja, meine Damen und Herren, warum muss ein Mann in meinem Alter dann jugendlich sein? Darf man nicht auch mit gutem Gewissen und vollem Herzen einfach alt sein? Und wenn man so alt ist wie ich, dann ist man alt und nicht älter. Die meisten Journalisten getrauen sich nicht einmal, von alten Leuten zu sprechen. Sie schreiben ältere Menschen. Und aus dem Altersheim wird ein Seniorenheim. Das ist alles Wörterwäscherei, gar nichts anderes. Und vernebelt im Grunde genommen diese Tatsache, dass ein alter Mensch das wunderbare Glückgeschenk bekommen hat, dass er alt werden durfte. Alt werden, okay. Alt werden ist die einzige Möglichkeit, lange zu leben. Ja. Es ist halt so. Ja. Ein wirklich eindrückliches Erlebnis hatte ich mit einem fast 90-jährigen katholischen Theologen aus der Innerschweiz. Ich traute meinen Ohren nicht, als ich dieses Telefon bekommen habe. Ein katholischer Theologe, das heißt mit anderen Worten, katholisch ist nicht gleich katholisch. Da gibt es eine unglaubliche Bandbreite von Einstellungen und Glaubenshaltungen. Ich meldete mich an für ein Gespräch, dann sagte er barsch: Ein Gespräch? Ich will kein Gespräch, ich will sterben. Ich will kein Geschnurre mit irgendjemandem. Die Sache ist klar, ich bin eine Ruine. Ich fuhr dann in die Innerschweiz. Es war eine sehr spannende Begegnung. Der Mann wusste Bescheid, von Ambrosius bis Augustinus bis Thomas von Aquin bis zu unserem großen Karl Barth und Bonhoeffer, und wusste, was alle sagen und denken über den Suizid. Er zitierte Augustinus: Suizid ist ein Eingriff in die Souveränität Gottes. Und Karl Barth, der große Schweizer Theologe: Das Leben des Menschen gehört nicht ihm selber, sondern Gott. Meine Generation ist mit diesen religiösen Informationen aufgewachsen. Und unsere jüngeren Begleiter und Begleiterinnen haben vielleicht Mühe zu verstehen, wie viel hochaltrige Menschen noch einen Pfropf im Hirn haben von uralter Theologie und 2000-jährigen Gottesvorstellungen, die nicht gestorben sind. Selbst unser hochgeschätzter Bonhoeffer konnte sagen, Suizid ist verboten, weil ein Gott über uns ist. Wegen der Tatsache, dass ein Gott über uns sei. Bonhoeffer, müssen wir sagen, dass ein Gott über uns ist, ist keine Tatsache, sondern ein Glaubensbekenntnis und gar nichts anderes. Dieser katholische Theologe hatte Angst, er würde abgelehnt von uns. Er hatte keine Krankheit, aber die Geschmacksnerven waren tot.
und er sagte mir, ich glaube nicht an die Auferstehung, aber ich wäre glücklich, wenn einige Tage vor meinem Sterben meine Geschmacksnerven auferstehen würden. Dann könnte ich noch ein Glas Wein genießen. Alles schmeckt gleich, nämlich nach nichts. Auch das Essen ist keine Frage mehr. Und dann schlug er die Bibel auf. 2. Mose 23. Und sagte mir, jetzt zeige ich Ihnen eine sehr schöne Bibelstelle. Nämlich der angeblich furchtbar strenge Gott des Alten Testamentes. In dessen Namen wurden wunderbare, humane Gesetze kreiert. Und er las mir die Stelle vor. Wenn der Esel deines Feindes unter seiner Last zusammenbricht, dann steh ihm bei und hilf ihm auf die Füße. Eine Bibelstelle aus dem Alten Testament. Und er sagte mir, wenn der alttestamentliche strenge Gott ein Herz hat für einen überladenen Esel, dann hat er auch ein Herz für einen 89-Jährigen mit überladenen Altersbeschwerden. Eine wunderbare Logik. Man muss offenbar Theologe sein, um eine solche Eselsgeschichte zu Hilfe zu nehmen, dass man sterben darf. Das war für mich eine wirklich erheiternde Begleitung, die dann bis zum letzten Augenblick diese Heiterkeit nicht verloren hat. Ein Staatsanwalt hat mir doch einmal gesagt, wissen Sie, es braucht doch, um so zu sterben mit Exit, ein tiefes Gefühl der Verzweiflung, sonst stirbt doch kein Mensch. Ich habe ihm dann zu erklären versucht, dass so viele alte Menschen lebenssatt und leidenssatt und dankbar für ihr gelebtes Leben einen Sterbehelfer umarmen. Danke, dass Sie da sind. Jetzt bin ich wirklich glücklich, dass ich gehen darf. Wenn wir irgendwo bei Vorträgen solche Erlebnisse erzählen, dann heißt es immer, den Selbstmord schön geredet. Aber diesen Leuten fehlt die Erfahrung. Und meine Damen und Herren, es ist auch für mich immer wieder eine Stärkung für mich selber, wenn ich miterleben darf, wie gelassen und getrost und dankbar diese Menschen die letzte Stunde erleben. Ein Schlossermeister, 1,95 groß, ein Wandkasten, kräftiger Mensch, 87, der hat 20-mal den Frauenfelder gemacht. Der Frauenfelder ist ein Militärwettlauf, 42 Kilometer, früher mit genagelten Militärschuhen und der Uniform und mit vorgehängtem Gewehr. Und wenn er jeweils nach Hause kam, euphorisch, weil er in vordersten Rängen gelaufen war, dann sagte er zu seiner Frau, hat sie umarmt und gesagt, du kannst ganz sicher sein. Ich bleibe gesund bis zum Tod und ich werde einmal im Stichschritt ins Grab hineinmarschieren. Ja. Mit diesem Spruch hat er seine Frau geärgert. Und dann geschah es, Augenlicht verloren, die Beine trugen ihn nicht mehr,
Ich erlebte ihn im Rollstuhl, geknickt, als menschliche Ruine. Und er erzählte mir diese Geschichten von seinem Frauenfelderlauf und wie er seine Frau geärgert hat. Und seine Frau saß daneben und sagte zu ihm: Das ist jetzt die Strafe Gottes für deine frivolen Reden. Ich habe dieser Frau gesagt: Gott straft nicht sofort, sondern überhaupt nicht. Ja. Es gibt keinen strafenden Gott. Wer meint, sein Leiden sei verursacht als Strafe Gottes, das ist dann wirklich der Giftstachel im Leiden. Und das treffe ich bei so vielen alten Leuten an, die noch religiös so erzogen worden sind wie ich, mit einem permanent schlechten Gewissen, mit dem Gefühl, dass man jederzeit gestraft wird. Das schleppen viele Menschen bis ins höchste Alter mit. Dieser Mann hat mir dann gesagt: Ich habe eine Karikatur gesehen. Und diese Karikatur habe ich behalten. Ein Löwe saß am Mauseloch. Ein alt gewordener Löwe lauert auf eine Maus. Er hat mir gesagt: Dieser Löwe bin ich. Lauert auf eine Maus. Der König der Tiere, der 1000 Antilopen in die Flucht schlug und die letzte gefressen hatte, sitzt jetzt nun hilflos und krank mit stumpfen Krallen und abgewetzten Zähnen vor diesem Mauseloch und hofft auf ein Mäuslein zum Nachtessen. Dieser alte Löwe bin ich. Wenn ich mir vorstelle, welche Kräfte ich hatte als Schlossermeister und nun bin ich eine Ruine, altersschwach, hilflos, kann nicht mehr selber aufstehen vom Rollstuhl. Was ist dann der Mensch noch, wenn es so weit ist? Habe ich noch Zeit? Wie viel? 5 Minuten, gut. Eine Ärztin, Kinderärztin, habe ich besucht. Sie sagte mir: Ich habe ein wirklich schönes Alter. Ich habe keine Krankheit. Ich habe Geld, ich habe Zeit, aber Sie werden es kaum begreifen, wenn ich vergleiche mit meiner Tätigkeit als Kinderärztin, ist jetzt mein Leben fade. Keine Spannung, kein Inhalt, keine Tätigkeit. Jetzt bin ich 80. Warum soll ich dieses Leben fortführen? Sie kam auf einen berühmten Psychiater zu sprechen, Viktor Frankl, der prägte den Begriff existenzielles Vakuum, existenzielle Leere. Das Leben mag schön sein, es hat keinen Inhalt mehr. Und wenn wir daran denken, dass 27% aller alten Männer einen Überkonsum von Alkohol haben und 23% der Frauen auch und viele einen Überkonsum von Medikamenten, dann ist es ein Symptom, dass viele alte Menschen in ihrer Untätigkeit das Leben als leer empfinden und es abschließen möchten. Das existenzielle Vakuum
diese Lehre. Besuchte eine 90-jährige Dame, die sagte mir, der Herrgott hat mich vergessen. Warum sitze ich noch da? Keinen Sinn mehr. Dann hat sie auf den Tisch gezeigt. Dort waren Schachteln und Schächtelein, 15 verschiedene Medikamente. Die nehme ich jeden Tag. Das hat sich so ergeben. Und es ist schwierig, solche Medikamente einfach abzusetzen. Es kann dann sehr schmerzhaft werden. Dann habe ich ihr gesagt, der Herrgott hat sie nicht vergessen. Aber solange sie diese Medikamente nehmen, ist selbst der allmächtige Gott nicht mächtig genug, um sie von dieser Erde in die Ewigkeit abzuberufen. In Wirklichkeit sind doch diese Medikamente Sterbeverhinderung. Ich verurteile das nicht. Das ergibt sich so durch die heutigen Möglichkeiten und dass sehr viele Menschen so lange leben möchten, wie es möglich ist, ist doch selbstverständlich. Auch die alten Menschen wollen leben und ihr Leben ausschöpfen. Es wird nie so sein, dass Schlangen vor Exit stehen werden von alten Menschen. Es sind vielleicht 1-2 von 100 überhaupt in der Lage, einen solchen Entscheid treffen zu können. Ich schließe ab mit einer kleinen Begebenheit. Sie ist zwar nicht klein, sondern gewichtig. Ich stehe am Hauptbahnhof in Zürich und warte auf meinen Zug. Da tritt ein Mann an mich heran, sauber gekleidet, gepflegt, sagt zu mir, auf welchem Gleise fährt mein Zug? Sagen Sie mir das. Ich muss sofort nach Hause. Dann habe ich ihn gefragt, das kann ich Ihnen sagen, wenn Sie mir sagen, wo Sie wohnen. Wir gehen dann miteinander auf die große gelbe Tafel, Abfahrt der Züge. Wo wohnen Sie? Schlägt mit den Händen an den Kopf. Ein Bild der Hilflosigkeit, der schmerzlichen Hilflosigkeit. Ein Mensch im Bahnhof Zürich, sauber gekleidet, schätzungsweise 70, hat vergessen, wo er wohnt. Es werden in absehbarer Zeit Zehntausende sein in der Schweiz, die ins selbe Stadium gelangen. Was ist dann der Mensch noch, wenn seine geistige Persönlichkeit, wenn die zusammenbricht? Alles vergisst, nichts mehr behalten kann. Ich schließe ab mit einem Zitat von meinem lieben Freund Walter Fesenbeck, der auch hier sitzt. Walter Fesenbeck schreibt, ich will kein langes Siechtum erdulden, keine schwere, unheilbare Krankheit, keinen Verlust meiner geistigen Kraft. Ich will nicht als Schatten meiner selbst dahin vegetieren. Vorher will ich mir die Freiheit nehmen, meinen Weg in souveräner und heiterer Gelassenheit eigenverantwortlich zu beenden. Ich habe geschlossen. Danke.